Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nachtvorlesung nachgefragt, unserer Asklepios Internetsendung für Sie, in der wir Sie jede einzelne Ausgabe aufs Neue über ein ganz bestimmtes medizinisches Thema umfassend aufklären wollen. Heute geht es um etwas, das sehr, sehr, sehr viele Menschen interessiert, nämlich den Schlaganfall. Und wir wollen etwas spezieller werden und uns heute mal mit dem Schlaganfall bei jüngeren Menschen, bei jüngeren Patienten informieren. Das tue ich wie immer nicht alleine, sondern ich habe einen äußerst fachkundigen Gast an meiner Seite. Herzlich willkommen heute an Professor Joachim Röther, den Chefarzt der Neurologie in der Asklepios Klinik Altona und außerdem Mitglied des Vorstands der Deutschen Schlaganfallgesellschaft. Sie wissen also, wovon Sie sprechen und ich freue mich sehr, dass Sie bei mir sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Röther, ich habe es eben schon gesagt, unser Thema heute heißt der Jugendliche, der junge oder jüngere Schlaganfallpatient. Dem kann man ja eigentlich schon entnehmen, dass der Schlaganfall nicht, wie viele Leute wahrscheinlich denken, nur ältere Menschen betrifft und trifft. Ja, das ist vollkommen richtig. Der Schlaganfall ist eine häufige Erkrankung. Wir wissen, dass in Deutschland etwa pro Jahr 260.000 Patienten einen Schlaganfall erleiden, also wirklich sehr, sehr häufig. Mhm. Und wir reden von einem Schlaganfall bei einem jugendlichen Patienten dann, wenn die Patienten jünger als 45 Jahre alt sind. Mhm. Und wir wissen, dass etwa 10 bis 20 von 100.000 Einwohnern eben einen solchen jugendlichen Schlaganfall erleiden. Also es ist zwar schon so, dass der Schlaganfall eine Erkrankung des älteren Menschen ist, mhm. aber das heißt nicht, dass nicht auch durchaus viele Jugendliche, jüngere Patienten, auch Kinder durchaus sogar schon einen Schlaganfall erleiden können. Und es gibt auch sogar immer mal wieder prominente Beispiele. Ne? Ich glaube, Gabi Köster jetzt. Ja, der Schlaganfall macht natürlich nicht Halt, weder vor den Prominenten noch den weniger Prominenten. Und es gibt einige Beispiele wie Gabi Köster, Sharon Stone hat einen Schlaganfall erlitten, Axel Schulz, also auch zum auch Teil Patienten, Menschen, die sportlich sind, ja, und die nicht so das übliche Risikoprofil haben. Was sind denn die Ursachen von jüngeren Schlaganfällen, also bei jüngeren Menschen? Also die Hauptursachen beim Schlaganfall ganz allgemein sind ja Gefäßrisikofaktoren, wie der Bluthochdruck ist der wichtigste Risikofaktor, aber dann auch hohe Blutfette, Übergewicht, zu wenig Bewegung, Diabetes, das sind so die Risikofaktoren, die man auch vielleicht gemeinhin kennt, die für Schlaganfälle zuständig sind. Mhm. Und da muss man sagen, das sind zwar Risikofaktoren eher der älteren Patienten, aber wir erleben es durchaus immer häufiger, dass auch jüngere Patienten schon im Alter von 30, 35 Jahren ganz erhebliche Gefäßverkalkungen aufweisen, weil sie eben ihr ganzes Leben lang schon ungesund gelebt haben, weil sie nie Sport gemacht haben, weil sie schon ganz frühzeitig eine Diabeteserkrankung erlitten haben, also wo einfach der Prozess der Alterung der Gefäße schon ganz, ganz früh begonnen hat. Der Lebensstil auch. Das ist also der Lebensstil und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Also man muss gesund leben, man muss Verantwortung übernehmen für seinen Körper und für seine Gesundheit. Man muss was für seine Gesundheit tun und dann kann man diese Form der Schlaganfall-Risikofaktoren eben sehr gut vermeiden und verhindern. Mhm. Aber es ist so, dass es bei jugendlichen Schlaganfallpatienten eben dann doch auch andere Schlaganfallursachen gibt, die bei älteren Patienten nicht so eine große Rolle spielen. Mhm. Und da ist eine relativ häufige Ursache bei jugendlichen Schlaganfallpatienten eine sogenannte Dissektion. Dissektion heißt, dass ein Gefäß, im Regelfall ist das die Halsschlagader, die Arteria carotis, dass die einreißt. Und diese Gefäßwand besteht aus drei Schichten, aus einer äußeren Schicht, einer mittleren Schicht und einer inneren Schicht. Und bei der Dissektion kommt es dazu, dass diese innere Gefäßhaut reißt ein, oftmals spontan, ohne irgendeine äußere Ursache, oftmals aber auch im Rahmen eines Bagatelltraumas. Das kann ein Sportunfall sein, das kann sein, dass man sich irgendwo am Garagentor den Kopf gestoßen hat. Zumindest wird das überlegt, dass diese Faktoren eine Rolle spielen. Und wenn dann dieses Gefäß einreißt, dann kann es dazu führen, dass entweder nicht mehr genug Blut ins Gehirn kommt oder aber, dass sich an der Stelle des Einrisses kleine Blutgerinnsel, kleine Trompen bilden. Und wenn die sich dann von dort ablösen und in das Gehirn hineingespült werden, dann verstopfen sie dort ein kleineres Hirngefäß und dann kommt es typischerweise zu einem. Und die Folgen sind die gleichen, ne? Die Folgen sind absolut die gleichen. Die Therapie ist oftmals ein bisschen eine andere. Die Therapie ist, dass man eben das Blut verdünnt und dann für mindestens ein halbes Jahr einen Blutverdünner einnimmt. Makomar kennen viele Patienten, die Vorhofflimmern haben.
Und unter dieser Markomat-Therapie kommt es dann dazu, dass sich diese Trompen langsam wieder auflösen und dass diese Gefäßhaut sich dann auch wieder an die Gefäßwand anlegt und das ist einfach komplett verheilt. Und es ist, kann mit sehr schwerwiegenden Folgen einhergehen, aber es gibt auch glücklicherweise doch viele Patienten, die das insgesamt gut überleben. Wir alle kennen ja verschiedene Ausprägungen, verschiedene Schweregrade eines Schlaganfalls. Wie sieht es da aus bei jüngeren Betroffenen? Kommen die jetzt mal ganz salopp formuliert insgesamt besser weg, weil sie eben noch nicht so alt sind, vielleicht noch nicht andere Risikofaktoren haben? Oder kann man das so generell nicht sagen? Ja, ist eine gute Frage. Also, es ist so, dass das akute Betroffensein der Patienten, die akute Schwere, ist sicherlich insgesamt nicht anders als bei den älteren Patienten. Was aber ein ganz großer Vorteil ist bei den jüngeren Patienten, ist, dass die Plastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, auf Ausfälle sehr flexibel zu reagieren und verloren gegangene Funktionen zu übernehmen, dass diese Plastizität eben sehr viel größer ist. Also einfach ein Beispiel, in der linken Hirnhälfte sind ja die Sprachregionen, dort ist also das Sprachzentrum repräsentiert. Und wenn ein Patient im Bereich dieses Sprachzentrums einen Schlaganfall hat, dann ist die Fähigkeit des jüngeren Gehirns, zum Beispiel die rechte Hirnhälfte, kompensatorisch als Ersatz einzusetzen, eben sehr viel größer, als das bei älteren Patienten ist. Und Und wahrscheinlich, bei wenn, Kindern ist ja. das eben noch sehr viel ausgeprägter. Und wenn etwas verloren geht, das kennt man ja auch vom Schlaganfall, ist wahrscheinlich auch dementsprechend die Chance größer, dass man wieder aufbaut, dass man Sachen wieder zurückholen kann. Genau, also man kann die Dinge wieder zurückholen und da spielt natürlich die Rehabilitation eine ganz große Rolle. Also das Einüben von verloren gegangenen Bewegungsabläufen bei Patienten, die Lähmungserscheinungen haben, aber auch ein intensives Sprachtraining, das sind Dinge, die eben diese Plastizität, diesen Prozess der Funktionsübernahme durch gesunde Areale, die aber zuvor ganz andere Funktionen innehatten, das wird eben durch die Rehabilitation und das fortwährende Üben wird das unterstützt und gefördert. Wir haben eben schon, was die Hintergründe angeht, gehört, Herr Professor Röther, dass bei jüngeren Schlaganfallpatienten eben nicht immer eine Verkalkung der Genau. Gefäße verantwortlich ist, sondern zum Beispiel eine Gefäßwand auch einreißen kann. Was bedeutet denn die Ursache des Ganzen für die Diagnostik? Sind Sie bei jüngeren Patienten da irgendwie anders drauf eingestellt oder kommen Sie auf demselben Weg zur Diagnostik? Also die Diagnostik ist eigentlich die gleiche, wobei man sagen muss, dass wir in den letzten 10 Jahren sehr viel gelernt haben über diese Ursachen bei den jungen Schlaganfallpatienten und dass wir insgesamt diese Diagnose sehr viel früher stellen, als das vielleicht in der Vergangenheit gewesen ist. Einfach weil die Kenntnisse über die Ursachen der Schlaganfälle bei diesen jungen Patienten eben sich mehr verbreitet haben. Können Sie uns noch ein bisschen mehr, Sie haben es zwar eben schon anklingen lassen, aber über die Therapie eines jüngeren Schlaganfallpatienten erzählen? Es hängt natürlich von der Ursache ab, aber was können Sie dann noch Entscheidendes zu sagen? Vielleicht gibt es Unterschiede zu älteren Schlaganfallpatienten auch. Also die Therapie hängt natürlich immer ganz davon ab, was die Ursache des Schlaganfalls ist. Und wir hatten gerade von der Dissektion gesprochen und dass es dort wichtig ist, zu verhindern, dass sich Trompen bilden und Trompen weggespült werden. Es gibt noch zwei, drei andere spezifische Ursachen bei jüngeren Schlaganfallpatienten. Eine Ursache ist zum Beispiel eine Aneurysmablutung. Das gibt es zwar auch bei älteren Patienten, ist aber relativ häufig, gerade auch bei jüngeren Patienten. Und wir haben zurzeit in unserer Abteilung alleine 5 Patienten, die jünger sind als 50 Jahre, die eine schwere Aneurysmablutung hatten. Ein Aneurysma ist ja eine Gefäßaussackung in den Hirnarterien. Und im Regelfalle entwickelt sich so etwas über lange Zeit auf dem Boden von zwei Risikofaktoren, die es dafür gibt. Das eine auch wieder der Bluthochdruck. Man kann sich das so vorstellen. Das Gefäßsystem ist wie ein Schlauchsystem und wenn dort immer chronisch ein viel zu hoher Blutdruck auf diesem Gefäß lastet und dann gibt es irgendwo kleine Schwachstellen, die sich wie ein Luftballon so ausdehnen, aufblähen sozusagen. Und wenn der Druck zu groß ist und wenn die Wand dann durch dieses langsame Wachsen des Aneurysmas zu dünn wird und dann kann es dazu kommen, dass es platzt und dass es zu einer schweren Blutung kommt. Wie ein Luftballon, kann Ist man wie ein sich so ein Luftballon, bisschen der platzt, vorstellen. ganz genau. Und das Blut ergießt sich dann in den Raum um das Gehirn drumherum, auch gegebenenfalls in das Hirngewebe hinein. Das ist eine gefährliche Erkrankung. Man sagt, dass ein Drittel dieser Patienten verstirbt gleich vor Ort. Ein anderes Drittel behält schwere Ausfallserscheinungen zurück. Und ein anderes Drittel kann erfolgreich behandelt werden.
Das ist zum Beispiel eine der Schlaganfallursachen, wo es ganz wichtig ist, dass die Patienten auch rasch in die Klinik kommen. Also wenn sowas sein sollte, Schlaganfallsymptome auftreten, immer gleich die 112 anrufen, sich in die nächste neurologische Klinik mit einer Stroke Unit bringen lassen. Und dort ist eben gewährleistet, dass diese Diagnostik sehr schnell erfolgt. Und in diesen Fällen bei diesen Aneurysmablutungen ist es eben so, dass man auf der einen Seite zunächst durch eine Computertomographie das Blut nachweisen kann. Und dann ist aber sehr rasch der nächste Schritt, dass man eine sogenannte Angiografie durchführt. Das heißt, dass man mit einem Katheter über die Leiste, ähnlich wie man das auch bei der Darstellung der Herzkranzgefäße und der Aufdehnung von Verengungen der Kranzgefäße macht, dass man eben über die Leiste mit einem Katheter in das arterielle Blutsystem hineingeht und dann aber am Herzen vorbei bis rauf in das Gehirn, bis tief in das Gehirn hineingehen kann und dort eben diese Aussackung aufsucht. Und diese Aussackung dann mit Platinspiralen, das sind kleine Spiralen, die in diese Aussackung hineingeführt werden, verstopft. Also eine ganz tolle Technik, die die Operation, das ist die alternative Therapie dann bei diesen Aneurysmen, dass man also dieses Aneurysma zuklippt mit einem Clip, wo man aber natürlich den Schädel eröffnen muss, die diese Operation zu 80% fast abgelöst hat, muss man sagen. Sie haben die Schlaganfallsymptome eben schon kurz angesprochen, zumindest den Begriff, und gesagt eben, dass direkt darauf unbedingt der Notarzt gerufen werden muss, eine Klinik mit Stroke Unit, darauf wollen wir auch gleich noch zu sprechen kommen, aufgesucht werden muss. Aber jetzt natürlich ganz wichtig, nochmal an dieser Stelle zu fragen nach den Schlaganfallsymptomen. Inwiefern können Sie uns alle einmal sensibilisieren? Was sind denn die typischen Anzeichen dafür? Ja, also die typischen Schlaganfallsymptome sind relativ vielfältig. Die häufigsten sind aber eine akut einsetzende Sprachstörung. Also immer wenn Dinge ganz akut ausfallen, wie der Name schon sagt, Schlaganfall, wenn es schlagartig dazu kommt, dass gewisse Körperfunktionen ausfallen, dann muss man eben an einen Schlaganfall denken. Und das sind Sprachstörungen, das sind Halbseitenlähmungen des Arm und Bein, dass der Mundwinkel hängt, das sind auch halbseitige Gefühlsstörungen. Das kann sein, dass man auf einem Auge nichts mehr sieht. Man spricht von einem sogenannten Jalousienphänomen, also wie wenn eine Jalousie runtergeht. Das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass eine Durchblutungsstörung im Auge besteht. Auch das Auge ist mehr oder weniger ein Teil des Gehirns sozusagen. Also auch da, dort gibt es so eine Art Schlaganfälle. Und wenn ganz akut heftigste Kopfschmerzen auftreten, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass ein Schlaganfall aufgetreten sein kann. Wir reden ja, wenn wir vom Schlaganfall sprechen, nicht nur von dem ischämischen, dem weißen Schlaganfall, wo also ein Blutgefäß verstopft und dann das Hirngewebe mangelversorgt ist, sondern wir reden auch davon, von einem Schlaganfall, wenn es zu solch einer Blutung kommt, einer Hirnblutung ins Gefä in das Hirn hinein, wenn also Hirngefäße platzen oder aber diese spezielle Situation der Aneurysmen, wie wir das eben besprochen haben. Ich glaube, das Tückische ist ja teilweise aber auch, dass diese Symptome ebenso schnell, schlagartig, wie sie kommen, auch wieder verschwinden können. Macht es Sinn, an Ja. dieser Stelle nochmal zu sagen, dass sobald so etwas wahrgenommen wird, lieber einmal zu viel die 112 gewählt werden soll als zu wenig? Also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden dann von einer sogenannten TIA, eine transiente ischämische Attacke. Transient, vorübergehend, eben oftmals nur Minuten oder auch vielleicht mal 1 oder 2 Stunden anhaltend. Ischämie ist die Blutarmut des Gehirns und Attacke eben das kurzzeitige Auftreten einer solchen Funktionsstörung. Und das sind oftmals eben die Vorboten eines Schlaganfalls. Deswegen muss man diese TIAs, diese vorübergehenden Ausfälle, genauso ernst nehmen wie ein Ausfall, der nicht wieder verschwindet. Weil die TIA eben die Gelegenheit bietet, dass man einen drohenden, vielleicht in wenigen Tagen nach solch einer TIA auftretenden Schlaganfall verhindern kann. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe und eine Funktion, die wir wahrnehmen. Und weswegen wir TIA-Patienten genauso wie den Patienten mit einem schweren Schlaganfall eben auf die Stroke Unit aufnehmen, weil dort gewährleistet ist, dass man einen eventuellen dann sich ereignenden schweren Schlaganfall Noch frühzeitig verhindern erkennt. kann. Und vor allen Dingen, weil dort auch geschultes Personal ist, Pflegepersonal, was solche Situationen erkennt, Ärzte, die mit dem Krankheitsbild vertraut sind und die auch gleich vor allen Dingen die notwendige Diagnostik innerhalb kürzester Zeit gewährleisten. Können Sie für alle, die es noch nicht wissen, noch einmal erklären, was Stroke Unit genau bedeutet? In der Asklepios-Klinik Ja. Altona ist ja eine sehr gute, habe ich mir Ja, sagen lassen. Und habe es danke. mir auch schon selber angeschaut, ja. Ja, also eine Stroke Unit ist eine Schlaganfall-Spezialeinheit und das ist eine Station, wo die Patienten intensiv überwacht werden
Und es sollte eben im optimalen Falle so sein, wenn ein Patient zu Hause zum Beispiel eine akute Sprachstörung mit einer Lähmung erleidet und ein Angehöriger das beobachtet, und dann sollte er eben sofort die 112 anrufen, und dann setzt die Rettungskette sich in Bewegung. Das heißt, dass der Dispatcher an der Leitstelle, der nimmt die Symptome auf, der schickt sofort einen Rettungswagen oder auch einen Notarztwagen zum Patienten. Der Patient wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Wir im Krankenhaus, die Neurologen, werden bereits benachrichtigt, dass ein akuter Schlaganfallpatient kommt. Das heißt, im optimalen Falle wird der Patient am Eingang der zentralen Notaufnahme bereits in Empfang genommen. Und dann wird es so gehandhabt, dass, wenn es ein ganz akuter Schlaganfall ist, der Patient sofort auf den CT-Tisch kommt, wir also sofort eine Computertomographie durchführen. Das ist eine ganz wichtige Untersuchung, die uns erlaubt zu differenzieren, ob der Patient eine Hirnblutung hat oder aber ein verstopftes Gefäß, einen ischämischen Schlaganfall. Das wiederum hat ganz wesentliche Einflüsse auf die Therapie, die folgt. Also bei einer Hirnblutung ist die Therapie natürlich eine ganz andere als bei einem verstopften Gefäß. Bei einem verstopften Gefäß kommt in Frage, dass man dieses verstopfte Gefäß mit der sogenannten Thrombolyse, also mit einem Medikament, was verstopfte Gefäße wieder auflöst, behandelt. Oder aber, das ist ein neueres Verfahren, was bei uns sehr intensiv eingesetzt wird, wenn große Gefäße verstopft sind, dass man diesen Blutpfropfen mit einem Katheter herauszieht. Es gibt neue Katheter, die schauen ein bisschen aus wie ein Korkenzieher, und diesen Korkenzieher, den schraubt man sozusagen in diesen Thrombus hinein und kann ihn dann über ein Kathetersystem entfernen. Eine ganz spannende neue Therapie, die eben für gerade die sehr schwer betroffenen Schlaganfallpatienten, bei denen man vermuten muss, dass so ein großer Thrombus vorhanden ist, dass er mit diesem Medikament gar nicht aufgelöst werden kann, dass man ihn mechanisch entfernt. Und all das sind Dinge, die oftmals noch vor der Aufnahme dann auf der Stroke Unit geschehen, aber dann, sobald diese Entscheidungen getroffen sind, sobald die Diagnostik erfolgt ist, sobald die Therapieentscheidungen getroffen sind, dann wird der Patient eben auf der Stroke Unit intensiv überwacht und wird dort je nach Schwere des Schlaganfalls 1 bis 3 Tage, manchmal auch länger, wenn er sehr schwer betroffen ist, eben in unsere Obhut übernommen, und er bekommt sehr frühzeitig schon Physiotherapie, Ergotherapie. Es gibt speziell ausgebildetes Pflegepersonal, speziell ausgebildete Ärzte, die eben sehr wachsam sind und sich darum sorgen, dass keine Komplikationen auftreten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein Patient, der eine Halbseitenlähmung aufweist, der eine Sprachstörung aufweist, der hat zum Beispiel oft auch eine Schluckstörung. Es ist also ganz wichtig zu verhindern, dass der Patient sich verschluckt. Das ist Aufgabe der Logopäden, die ein Schlucktraining mit dem Patienten durchführen und dadurch gewährleisten, dass zum Beispiel keine Lungenentzündungen auftreten durch verschluckte Speisereste. Das sind also alles die vielfältigen Funktionen, die auf solch einer Schlaganfallspezialstation abgebildet werden. Und viele Fachleute aus verschiedensten Disziplinen, die da wirklich am Ja. Patienten zusammenarbeiten. Das hört sich alles schon nahezu perfekt an, Herr Professor Röther. Würden Sie das dahingehend bestätigen, dass Sie sagen, also die akute und die weitläufigere Behandlung von Schlaganfallpatienten ist jetzt quasi schon perfektioniert? Oder gibt es noch Pläne, an irgendeiner Stelle doch noch ein bisschen zu feilen, dass es alles noch einen Tick schneller geht, dass es noch mehr Stroke-Units gibt oder? Ja. Also das ist so wie im richtigen Leben, ne? Es gibt immer Möglichkeiten der Optimierung, und man muss gerade um diese Prozessabläufe, muss man immer kämpfen. Das ist ein ewiger Kampf darum, gute Zeiten zu erreichen und zu gewährleisten, dass all diese logistischen Abläufe, wo, wie Sie ja schon sagten, viele kleine Rädchen, sprich Menschen, ineinander greifen müssen, zusammenarbeiten müssen. Das muss alles ganz optimal gewährleistet sein. Und da muss man immer dran arbeiten, dass das wirklich optimal funktioniert. Und wir haben regelmäßige Konferenzen, wo wir besprechen, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, um eben uns immer weiter zu verbessern. Und es kommt ja auch auf ein paar Sekunden im Zweifel wirklich ganz entscheidend an. Ja, also wir haben ja den Slogan Time is Brain, also Gehirn ist Zeit. Und wir wissen, dass in jeder Minute, die vergeudet wird, viele Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Hirnzellen absterben können. Trotzdem muss man sagen, nicht jeder Schlaganfallpatient profitiert eben von der Akuttherapie. Es gibt nicht wenige Schlaganfallpatienten, die mit einem Schlaganfall aufwachen.
Oder Patienten, die erst sehr viel, viel, viel zu spät, nach Stunden, manchmal sogar nach 1, 2 Tagen, überhaupt sich dann erst an den Arzt wenden. Und da muss man sagen, ist natürlich oftmals das Kind in den Brunnen gefallen. Da ist der Schlaganfall, hat sich bereits voll entwickelt und ist gereift. Und da ist die Zeit dann nicht mehr so wichtig. Die Zeit ist vor allen Dingen wichtig bei den Patienten, die wirklich akut kommen, die sagen können, um 8:50 habe ich akut eine Sprachstörung und eine Lähmung gehabt. Und wenn die innerhalb der ersten 4,5 Stunden kommen, dann kann man eine ganze Menge für sie tun. Aber wenn diese 4,5 Stunden Frist abgelaufen ist, dann ist es eben oftmals schon so, dass schon so viel Gewebe auch kaputt ist, dass man für die Patienten nicht mehr viel tun kann. Also ganz frühzeitig reagieren, wenn diese akuten Schlaganfallsymptome sich zeigen. Und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die 112 anrufen. Und Time is Brain, ein Slogan, der einem wirklich sehr im Kopf bleibt. Und ich hoffe, wir konnten innerhalb dieser Sendung auch ein bisschen sensibilisieren, unsere Zuschauer, dass man eben wirklich in sich hineinhorcht. Und wie Sie es eben gesagt haben, einem ist bestimmt keiner böse, wenn man vorsichtshalber einmal anruft, seine Symptome schildert und es lieber abklären lässt, bevor man sich freut, dass Symptome wieder vorbeigehen. Das kann natürlich ein Trugschluss sein. Genau. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Röthler, für das interessante Gespräch. Ja, Dankeschön. danke Ihnen. Meine Damen und Herren, vielen Dank natürlich auch, dass Sie mit dabei waren, dass Sie uns angeklickt haben heute zum Thema der jugendliche oder der junge Schlaganfallpatient. Das war Nachtvorlesung nachgefragt für dieses Mal. Wenn Sie Interesse an noch weiteren Informationen zu diversen anderen medizinischen Themen haben, dann empfehle ich Ihnen wie immer an dieser Stelle einen Klick auf unsere Homepage. Der Link dazu lautet www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Dort finden Sie eine stattliche Anzahl von weiteren Sendungen, alphabetisch nach medizinischen Themen geordnet, wirklich sehr schön und übersichtlich. Und da würde ich mich doch freuen, wenn wir uns in wenigen Minuten schon bei einer anderen Sendung sehen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.